dann schauen wir uns jetzt mal den Finanzplatz an. Der hatte eine reiche Geschichte, die manchmal auch ein bisschen dunkel war. Aber da hat das Fürstentum einiges getan. Vielleicht auch unter dem Druck der Europäischen Union, weiß ich nicht. Aber wie sieht die Situation damals und heute aus? Ja, es ist so, dass der Finanzplatz tatsächlich eine große Transformation hinter sich hat. Ich sage bewusst hinter sich, weil diese in Anführungsstrichen Hausaufgaben sind gemacht. Wir haben heute zum Beispiel mit Deutschland seit über 10 Jahren ein Doppelbesteuerungsabkommen. Die Steuerninformationen werden automatisch ausgetauscht über den AIA, den sogenannten AIA. Und wir sind heute nach all den Reformen ein sehr transparenter, international anerkannter Finanzplatz. Ich kann vielleicht erwähnen, dass es letztes Jahr ein Moneyval Assessment gab. Das ist das Europaratsgremium, das die einzelnen Länder auf ihre Geldwäscherei und Sorgfaltspflichten überprüft. Und da hatte Liechtenstein doch ein sehr gutes Assessment erhalten. Parallel oder zur gleichen Zeit wurde auch Deutschland überprüft. Das geht dann einher mit Einreichung von Self-Assessments bis zu den Überprüfungen vor Ort. Und also das kann man auch gut nachlesen, was alles gemacht wurde in den letzten Jahren. Also ist Liechtenstein noch attraktiv, um Geld anzulegen? Ja, auf jeden Fall. Also das zeigt sich auch durch die Neugelder, die Liechtenstein akquiriert, der Finanzplatz, auch aus Deutschland. Und liechtensteinische Banken sind auch wieder auf dem deutschen Markt. Also, das heißt, immer mehr Deutsche legen Geld wieder in Liechtenstein an, obwohl man weiß, alles ist transparent, man kann nichts verstecken. Ja, weil es auch ein sehr alter Finanzplatz ist. Es ist sehr viel Expertise vorhanden. Die Liechtensteiner Banken sind eher konservativ und wir haben eine hohe Risiko. Also, die Risikobereitschaft ist da, aber es wird sehr viel auf Stabilität und Langfristigkeit geachtet. Und gerade in unsicheren Zeiten ist es natürlich interessant, Liechtenstein auch als Ort zu sehen für Finanzgeschäfte. Haben Sie denn eine Ahnung, wie viel Geld bei Ihnen lagert? Nein, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich unvorstellbar viel, ja.